Im Nebenjob ist er Schwimmlehrer. Yu, Mitte 20, Marketingstudent und Single. Zwischen Studium und Job bleibt gerade wenig Zeit für die Partnersuche. Deshalb hat er sich bei einer Dating-Agentur angemeldet. Ich suche eine Frau, die sich nicht nur um sich selbst dreht, sondern der Familie und Partnerschaft wichtig sind. Aber sie soll auch unabhängig sein, keine, die anstrengend ist und die mich ständig als Kümmerer braucht. Die Pandemie hat es nicht gerade einfacher gemacht, anderen näher zu kommen. Hochzeiten sind in Singapur auf einem Rekordtiefstand. Doch Freischwimmer Yu hat es wie viele in seiner Generation ohnehin nicht eilig, den Bund fürs Leben einzugehen. Daten ist heute schwerer als früher. Zum Teil auch, weil wir es uns selbst schwer machen. Früher war es einfach. Die Leute haben in ihrem kleinen Bekanntenkreis geheiratet. Heutzutage steht dir die ganze Welt offen. So viele Menschen, so viel Auswahl, da zögert man eben, bevor man die falsche Wahl trifft. Auch Valencia ist Single. Die Krankenschwester macht gerade noch ein Zweitstudium, Physiotherapie. Die Anatomievorlesung funktioniert auch online, sagt sie. Daten nicht so gut. Frauen in Valencias Generation können jetzt fast alles erreichen. Aber genau das macht die Partnersuche so schwierig. Ich kann als Frau ja genauso viel wie ein Mann verdienen oder sogar mehr. Wenn ich mehr verdiene, habe ich den höheren sozialen Status. Aber sollte dann nicht er um mich kämpfen und nicht ich ihm meine Liebe gestehen? Es ist wirklich kompliziert. Valencia wohnt noch zu Hause, wie die meisten unverheirateten Singapurer. Fürs Studium ist ihr Vater Versuchspatient. Nach dem Abschluss will sie auf jeden Fall erstmal Karriere machen. Leistungsbereitschaft hat in Singapur einen hohen Stellenwert. Wir sind eine sich wirtschaftlich schnell entwickelnde Gesellschaft. Für uns stehen Studium und Arbeit an erster Stelle. Ich glaube, auch deswegen gibt es immer mehr Singles. Singapur, vom Entwicklungsland zur Wirtschaftsmacht in nur einer Generation. Doch der Preis des Aufstiegs, immer weniger Nachwuchs. 1960 brachte eine Frau im Schnitt noch fast 5 Kinder auf die Welt. Heute sind es nur noch 1,1 pro Frau und der Staat muss auf finanzielle Anreize setzen. Umgerechnet 6.000 Euro plus ein Sparbuch vom Staat gibt es für Acacia, 4 Monate alt und das Ein und Alles von Joy und Desmond Tan. Die beiden 37 und 40 Jahre alten Flugbegleiter hatten es nicht eilig mit dem Kinderkriegen. Auch das ein Trend, erst immer später heiraten und dann noch später Kinder bekommen. Wir sind beide viel geflogen und wir lieben das. Wir konnten zusammen die Welt entdecken. Ein toller Lifestyle. Deswegen haben wir das mit der Familienplanung weit nach hinten geschoben. Buchstabieren ist nur der Anfang. Bildung ist das A und O im leistungsorientierten Singapur. Schon allein die Kleinkindspielgruppe kostet umgerechnet 1.200 Euro pro Monat. Später dann noch Klavier, Ballett, Nachhilfestunden. All das gehört hier für viele Eltern der Mittelschicht dazu. Und deswegen steht bereits jetzt fest, Acacia soll Einzelkind bleiben. Besides financially, das Finanzielle ist das eine, aber es geht ja auch um die emotionale Unterstützung. Es kostet viel Zeit und Mühe, in Singapur ein Kind großzuziehen. Wir wollen unsere ganze Aufmerksamkeit und Liebe auf sie konzentrieren. Sie soll das Beste bekommen. Mit dem Taxi zum Strand. Ein eigenes Auto können sich viele hier aufgrund der hohen Steuern nicht leisten. Auch die beiden Flugbegleiter nicht, selbst wenn sie nach der Elternzeit wieder Doppelverdiener sind. Singapur ist eine der teuersten Städte der Welt. Um Paare auch in der Pandemie zum Kinderkriegen zu bewegen, hat der Staat den Babybonus zuletzt noch mal um umgerechnet rund 2.000 Euro erhöht. Auch Joy und Desmond profitierten schon davon.
Doch an ihrer Lebensplanung ändert das nichts. Wenn Joy wieder anfängt zu arbeiten und ich auch arbeite, dann sind wir bei der Betreuung auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. Mehr als ein Kind können wir ihnen nicht zumuten. Und finanziell kommen wir einfach besser zurecht mit nur einem. Das bedeutet mehr Lebensqualität. Am Riesenrad, dem Singapore Flyer, haben heute Schwimmlehrer Yu und Physiotherapiestudentin Valencia ihre zweite Verabredung. Die Datingagentur hat sie zusammengebracht. Es wird gekichert und geflirtet, die Chemie scheint zu stimmen. Im Moment ist es ganz entspannt. Ja, red du ruhig weiter. Wir fühlen uns ganz wohl miteinander. Wir stellen uns Fragen und fühlen uns wohl dabei. Und wenn es nicht klappt, dann warten da draußen im Großstadtdschungel Zehntausende anderer Singles. So viele wie nie zuvor.